Ja, danke dir. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ja, du hast es schon gesagt. Wir sind alle die Menschen der neuen Zeit, aber wir kommen aus der alten Zeit und wir alle sind im Übergang. Und gerade jetzt in dieser Übergangszeit hat man manchmal das Gefühl, zurückgeworfen zu sein oder man wundert sich, oh, da sind immer noch Ängste und der Verstand ist so laut und der Körper macht nicht mit. Und es sind so viele Dinge, die wir kennen aus der alten Zeit. Und manche haben so das Gefühl, ich komme überhaupt nicht aus dem Verstand raus. Ich komme nicht aus den Bewertungen raus. Ich komme nicht aus meinen Ängsten raus. Wir wissen es, aber diese Ebene ist auch noch da. Und manchmal glauben wir vielleicht eventuell schon weiter zu sein im Ich, im kleinen Ich. Wir als das Sein sind das natürlich. Wir kennen das und wir erleben das gerade beim Harmony Life 8x8 in unserer Gemeinschaft, in diesem Kraftfeld, ist so, da ist das alles gar nicht da. Da ist Frieden, da ist Glück, da ist Freude, da ist angekommen sein, da ist hier keine Bewertung, wir vergleichen hier nicht. Wir sind gemeinsam schon in der neuen Zeit. Und beides ist wie gleichzeitig. Und wir wollen den Abend heute im Miteinander nutzen, die Teile, die im kleinen Ich noch sind, und die sind bei uns alle da, bei uns allen, auch so für Zeichen, sonst wären wir nämlich nicht mehr hier. Das heißt, wir alle schauen auf das Gleiche. Wir alle sind verbunden dadurch, dass wir ja noch einen Verstand haben, im Körper inkarniert sind. Sind wir im morphogenetischen Feld verbunden auch mit diesen Frequenzen, auch mit dem, was in der Menschheit gerade abgeht? Wie viele Menschen sind im Zweifel, sind in Angst, sind in Unsicherheit, sind in Kriegssituationen, ob innerlich oder äußerlich? Und diese Frequenz ist jetzt in dieser Zeit auf diesem Planeten da. Und wir alle, so erlebe ich das und wir das, wir alle sind da und nicht um uns davon abzuschotten und sagen, wir sind besser und weiter, wir haben damit nichts mehr zu tun, sondern in dem Erlauben zu fühlen und da sein zu lassen, was ist, uns dennoch zu erinnern, wer wir sind. Und die meisten von uns haben Zugang zu beiden Ebenen. Zum Ego-Ich, mit all den Strubbeligkeiten, mit all dem, was im Verstand, in den Emotionen, im Ego vor sich geht, in all dem, was in der alten Matrix noch da ist. Und wir alle, wie wir sind, haben Zugang zu unserem wahren Sein, sonst wären wir nicht da. Und wir möchten heute im Miteinander diese beiden Ebenen uns bewusster machen, damit wir das bewusster auch reflektieren können, damit wir nicht denken, wenn jetzt der Verstand abgeht oder Emotionen wie Angst oder Unsicherheit oder Negativität oder Unfrieden, was auch immer auftaucht, Aggression, was auch immer auftauchen mag, nicht zu glauben, das bin ich, sondern das ist das, was eben in unserer Persönlichkeit, in unserem kleinen Ich ist, was jetzt von uns mitgenommen wird, ins Herz, ins Sein. Ja, und dazu laden wir euch eben ein Blatt Papier zu haben, idealerweise im Querformat. Und mag jemand vom Team noch was vorher dazu sagen? Sonst würde ich, glaube ich, das Gänsefüßchen anleiten, was wir uns so ausgedacht haben oder uns eingefallen worden ist. Ja, und wir nutzen ja für alle, die auch neu sind vielleicht, wir nutzen immer die Zeit um 8. Deswegen treffen wir uns um 8 vor 8, damit wir ein bisschen Zeit haben, uns einzustimmen, das Feld zu spüren, bei uns ankommen, zu wissen, ich muss hier nichts leisten, ich muss hier nichts irgendwie anders sein, sondern ich darf hier präsent sein. Ich darf hier jetzt sein mit allem, was da ist. Und es ist die große Einladung, im gemeinsamen Sein damit zu sein.
Also die anderen. Ihr nehmt euch also bitte dieses Blatt Papier und einen Stift in die Hand. Und wir beginnen heute etwas anders als sonst, wenn wir mit unserem Logo oder wenn wir unser Logo nutzen, um ja in die Wirksamkeit aus dem Sein zu kommen. So beginnen wir heute nicht, außer wir sagen nicht mit dem Dot, also nicht oben, sondern wir beginnen in der Mitte. Und wenn ihr wollt, könnt ihr in der Mitte schon einen Punkt machen, mitten aufs Blatt. So, unser Slogan heißt im Zentrum des Seins. In all der Dualität, in all dem, was kommt und geht und was Marie Trio gesagt hat, was sich ständig verändert, in all dem bin auch ich, das große Ich, immer im Zentrum, immer in dieser Radnarbe, da, wo keine Bewegung ist, da, wo immer jetzt ist. Und erlaube, dass es dir jetzt bewusst wird, was links in der Vergangenheit du bereit bist, dass ich auflösen darf. Also etwas, was immer wieder auftaucht, das können Ängste sein, das können Zweifel sein, das kann Ungeduld sein, das kann was auch immer, immer wieder auftaucht, ein bisschen nervt vielleicht, jetzt ist es immer noch da. Es können Schmerzen sein, es können Symptome sein, es kann etwas Mentales, Gedanken, emotional, Gefühle oder körperliche Symptome sein. Das schreibst du jetzt auf die linke Seite neben diesen Punkt. Wie schön, dass ihr es sofort wisst und habt und bewusst ist. Das ist unsere Ehrlichkeit mit uns selbst, dass wir die Dinge sehen. Und alleine dadurch, dass wir es sehen, verlieren sie an Macht. Weil wir können sagen, hallo, ich sehe dich. Ja, ich weiß, du bist noch da. Und jetzt machen wir uns bewusst, auf dieser Achse ist die Dualität, ist das, was immer wieder auftaucht und geht. Jetzt spür für dich, in was möchte sich das wandeln? Wie sieht die Lösung davon aus? Und das, was für dich die Lösung ist, das, in das es sich wandeln möchte, das schreibst du auf die rechte Seite. Die rechte Seite neben dem Punkt. Es ist wie auch dein Lösungsmittel. Das ist dein Mantra. Das ist deine geistige Medizin. Das ist das, was dich ruft und auf dich wartet, was schon da ist. Aber das andere eben auch. Okay. Jetzt nehmen wir unseren Stift wieder in die Mitte auf diesen Punkt und beginnen diese zwei Worte mit dieser liegenden Acht zu umkreisen. Und wir sehen, dass diese zwei Worte, und wir beginnen mit links unten, und wir sehen und spüren, wie sich in dem Umkreisen mit der liegenden Acht das, was sich in der dualen alten Matrix noch befindet, wie das beginnt, in den Fluss zu kommen. Wir anerkennen, was war und immer wieder auftaucht und heißen willkommen, was auch schon da ist. Und wir erlauben in dieser liegenden Acht, dass sich da etwas harmonisiert, dass es die zwei Seiten einer Medaille sind. Und wir spüren in uns, wie sich wie zwei Hände reichen. Wie etwas, was vielleicht unser Verstand und Intellekt als negativ bewertet, mit dem scheinbar Positiven in Verbindung kommt. Und wie es beginnt,
wie eins zu werden, miteinander zu verschmelzen. Und wir machen uns immer wieder diesen Punkt in der Mitte bewusst. Es kommt da immer wieder in die Mitte, immer wieder ins Zentrum meines Seins zurück. Und irgendwann spüren wir, dass wie etwas eben sich ausbalanciert hat, sich harmonisiert hat. Bei manchen kann ein tiefer Atemzug kommen. Manche spüren vielleicht, oh, es entspannt sich etwas im System. Und dann hört ganz von selbst es auf, diese liegende Acht zu malen. Und du endest in der Mitte, im Zentrum deines Seins. Und lass ruhig den Stift in der Mitte. So, es hat bei jetzt fast allen sich beruhigt. Und jetzt malen wir oben diesen Kreis, oben drüber. Das Symbol für uns selbst, für den Wissenden und Sehenden, für den Beobachter. Und während wir da oben kreisen, die Richtung ist völlig egal, schauen wir als dieses eine Sein auf das, was sich im kleinen Ich in der Dualität gezeigt hat. Und wir erlauben aus dieser Perspektive heraus in unserem Sein mit den Augen der Liebe in Frieden damit, wie die große Urmutter, der große Urvater auf das kleine Kind-Ich, was eben seine Themen noch hat, in Liebe darauf zu schauen. Völlig wertungsfrei zu sehen, ja, das ist Teil der alten Matrix. Und während ich da oben kreise, im Wissen, das bin ich wirklich, spüre ich mich, mein Sein. Den Frieden, der ich bin, jenseits der Dualität, jenseits von gut und schlecht, positiv, negativ, angenehm, unangenehm. Ich bin das Einzige, was immer da ist, was Zeuge davon ist, was kommt und geht. Und wir sehen beide Ebenen. Ich bin dieses eine Sein und ich sehe mich als Mensch, als Persönlichkeit mit Ego, mit den Themen, die noch da sind, in der dualen Ebene. Und es darf sein, es darf auftauchen, weil all das in die Heilung kommt. In die Harmonie, in die Auflösung. Und wer mag, kann jetzt unten drunter diese zwei Zeilen, die wir im Logo haben, nutzen und zu schreiben, ich bin. Und dann schreib drunter, wenn es da einen Begriff für dich gibt, dann formuliere es. Das Formlose in Form gebracht, damit diese menschliche Form immer mehr ein Ausdruck wird von dem, der wir wirklich sind. Ich bin. Und dann schreib das, was du jetzt für dich spürst.
Und vielleicht sind wir einen Moment jetzt in der Stille und spüren nach, spüren beide Ebenen, die dessen, was hier in Zeit und Raum, im Kommen und Gehen geschieht, der unsere Persönlichkeit in den Umständen ist, und da taucht das auf und dann geht es wieder. Und gleichzeitig bin ich da, dieses Ich bin. Ich, der all das mitbekommt, was kommt und geht. Vom Ich zum Sein. Vielleicht tauchen noch Sachen jetzt auf, wo das Ich Angst hat, was zu verlieren, Angst vor Verlust, Angst vor Veränderung. Und wir sehen das aus der Sicht des Seins, dass wir hier auf dieser Ebene nichts halten können. Wir sind mit nichts gekommen und werden mit nichts gehen. Aber das Nichts ist nicht nichts. Es ist alles. Es ist das, was uns wirklich Erfüllung erfahren lässt und Frieden. Und so können wir das immer wieder nutzen im Alltag, wenn du merkst, oh, jetzt kommt mein Ich wieder mit irgendeinem dicken Ding oder einem kleinen Ding. Dann nimm dir einen Zettel und einen Stift. Beginn in der Mitte, schreib es auf die eine Seite, mach dir die Lösung bewusst und beginne es zu verbinden. Das ist auch die rechte und linke Gehirnhälfte. Es ist so viel darin verborgen, was der Intellekt gar nicht alles wissen muss. Und dann mach dir bewusst, und ich bin das. Das sind wir alle. Kein Unterschied. Jetzt spürt mal hier in dieses Feld. Wie all das, was sich in uns zeigt und bewegt und löst und vertieft, eine unmittelbare Wirkung aufs Ganze hat. Thank you.